Also was war's? Stromschlag oder Pulsadern? Rasierklinge. Es sollte nur die Rasierklinge sein. Das haben die Stimmen gesagt. Die Musik sollte mich nur ablenken, bis ich verblutet bin. Das Radio war also nur ein Unfall? Ich habe mit dem Schnitt begonnen. Das warme Wasser hat meine Haut so weich gemacht. Aber ich konnte es nicht. Das Radio ist vom Rand gerutscht, als ich aus der Wanne wollte. Ich wollte nicht sterben. Es waren die Stimmen in meinem Kopf, die mich tot sehen wollten. Das tut mir leid, Kleiner. Ist es. Du bist berühmt. Zieh dir das in die Glotze rein. Passt schon. Danke. Du solltest dir das ansehen. Es ist irre. Der schlimmste Geburtstag aller Zeiten. Was meinst du? Wir haben Bier, den Fernseher, was willst du mehr? Keine Ahnung. Eine Party vielleicht? Tja, wir könnten nach Boston fahren. Nach Boston fahren? Ich meine... Für mich wäre es okay, wenn wir einfach einen Film gucken würden. Warum muss man immer rausgehen, um Abenteuer zu erleben? Können wir dein Auto nehmen? Naja, einfach wäre das auch nicht. Parken... Das Benzin und alles. Den Stress. Okay, Leute, ich muss Sie bitten, Abstand vom Tatort zu halten. Was ist hier passiert? Ich fürchte, die Untersuchung läuft noch. Warum fällt mir keine originelle Frage ein? Ich möchte jetzt nicht allein draußen sein. Gott, warum erzählen Sie uns nichts? Ja, ist es sicher? Der Täter ist nicht mehr hier, falls Sie das meinen. Nein. Warum will jeder die ekligen Details wissen? Mann, sag ihnen einfach, was los ist. Sie finden es eh bald raus. Entspann dich, okay? Hey, Broyles. Hast du das Mädchen gesehen, das hier wohnt? Wenn sie auftaucht, sag mir sofort Bescheid. Verstanden? Geschenk meiner Mom.
frage mich, was der Mörder hier überhaupt wollte. Was habe ich übersehen? Ich verstehe Ihre Besorgnis. Wüsste es aber zu schätzen, wenn Sie einfach... Wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Ich weiß nicht, wie das noch enden soll. Der Mörder ist der Polizei ein Rätsel und ein lauernder Schatten in meinem Leben. Wenn ich Joy nur irgendwie schützen könnte. Ich würde alles tun. Sie sogar wegstoßen, solange sie dann sicher ist. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner. Der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten.
Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Bin ich also reingeplatzt? War er hinter dem Mädchen her? Wo ist sie hin? Ich muss die Untersuchung abschließen, bevor ich hier weg kann.
Mann, wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Wir müssen die Mieter finden, wenn sie noch leben. Sollte sich mal entspannen. Das hier ist keine Party. Es soll ein Mord aufgeklärt werden. Sollte Rex dieses Foto für die Vermisstenmeldung geben. An dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Aus dem Fenster geflogen, auf der Straße erschossen und du siehst dich nicht mal nach Zeugen um? Dieses Mädchen ist meine einzige Spur. Ich muss sie finden.
Ich weiß, es kann mich nicht umbringen, aber ich hasse Höhlen trotzdem. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses Hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann.
wie eine Art Denkmal aus. Ich will... Die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Als die Mona Handset sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Handset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen.
Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin.